Hallöchen, wir sind Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Wir widmen uns heute einem riesigen Pain und klären mal auf, wie das eigentlich funktioniert. Vermietung und Umsatzsteuer. Wir haben in diesem Video hier schon über Befreiungen von der Umsatzsteuer gesprochen und was das für die Vorsteuer bedeutet. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, haben wir euch da schon erzählt, dass auch die langfristige Vermietung grundsätzlich erstmal von der Umsatzsteuer befreit ist. Aber hier gibt es auch die Möglichkeit, freiwillig auf diese Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten. Das heißt dann Option zur Umsatzsteuer. Dieses Wahlrecht kommt aus § 9 Umsatzsteuergesetz. Hier sagt man als Vermieter quasi, nope, danke, ich würde gerne doch Umsatzsteuer auf meine Mieterträge zahlen. Das geht aber nicht immer. Generell muss für den Verzicht auf Umsatzsteuerbefreiung der Leistungsempfänger, also Kunde, Mieter, whatever, nämlich selbst auch Unternehmer sein. Wenn es aber um Vermietung geht, dann muss der Unternehmer zusätzlich auch noch vorsteuerabzugsberechtigt sein. Das bedeutet also, dass sich der Mieter selber die Vorsteuer aus den Rechnungen, die er bekommt, vom Finanzamt wiederholen können muss. Und das kann er nur, wenn er selbst umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführt oder zumindest umsatzsteuerfreie, die nicht den Vorsteuerabzug ausschließen. Denn wie wir in diesem Video hier schon erklärt haben, gibt es auch ein paar umsatzsteuerfreie Umsätze, die den Vorsteuerabzug nicht kaputt machen. Und wer darf auch keine Vorsteuer ziehen? Richtig, Kleinunternehmer. Also geht der freiwillige Wechsel zur Umsatzsteuerpflicht nur, und ich wiederhole, nur dann, wenn der Mieter kein Kleinunternehmer ist und keine umsatzsteuerfreien Umsätze erbringt. Das muss euch der Unternehmer übrigens auch nachweisen. Das solltet ihr auch immer schön brav einfordern, denn was richtig blöd wäre, ist, wenn ihr die Umsatzsteuer draufpackt, obwohl der Mieter die Vorsteuer gar nicht ziehen darf. Klar, auch für den Mieter ist das doof, weil der ja dann auf den Kosten sitzen bleibt. Aber halt auch für euch, denn ihr hättet dann zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer und müsst die dann trotzdem ans Finanzamt abführen, selbst wenn sie eben fälschlicherweise ausgewiesen wurde. Jetzt ist aber natürlich auch noch die Frage, warum solltet ihr das tun? Schließlich müsst ihr ja dann diese Umsatzsteuer eh ans Finanzamt abführen und das würde ja dann auch bedeuten, dass ihr diese Umsatzsteuervoranmeldung machen müsst und wer hat da schon Lust zu? Wenn ihr umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführt, dann bedeutet das ja auch, dass ihr die Vorsteuer aus euren Rechnungen für alles, was ihr einkauft, wiederholen könnt. Und das kann durchaus interessant sein, wenn man viele vorsteuerbehaftete Kosten hat. Ganz klassisch hat man die dann, wenn man sehr hohe Investitionen tätigt. Also beispielsweise dann, wenn man neu baut, saniert, renoviert, anbaut oder modernisiert und so weiter. Weiter könnte man sich ja jetzt fragen, wieso sich das denn dann rechnen sollte, denn langfristig sollte ja der Plan sein, mit so einer Vermietung Gewinne zu machen. Und wenn ich mehr einnehme, als ich ausgebe, dann muss ich ja auch immer mehr Umsatzsteuer zahlen, als ich an Vorsteuer davon abziehen kann. Dann könnte man auf die Idee kommen, dass man einfach im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren freiwillig umsatzsteuerpflichtig vermietet, die Vorsteuer einstreicht und dann wieder zur Umsatzsteuerfreiheit wechselt. Und ja, das geht Tatsache, das könnt ihr euch jedes Jahr aufs Neue überlegen. Aber die Idee wäre nicht so klug, denn § 15a Umsatzsteuergesetz sagt uns, dass wir leider die Vorsteuer wieder berichtigen, also sozusagen zurückdrehen müssen, wenn wir mit Wirtschaftsgütern nicht nur einmalig Umsätze erzielen und unsere Vorsteuerabzugsberechtigung verlieren. Und bei Grundstücken müssen wir das, wenn wir die Berechtigung innerhalb von 10 Jahren ab der erstmaligen Verwendung des Wirtschaftsguts, also des Grundstücks, verlieren. Das gilt aber zumindest nur anteilig. Heißt, wenn ihr jetzt nur 2 Jahre lang freiwillig mit Umsatzsteuer vermietet, dann müsst ihr 8/10 der Vorsteuer, die ihr euch vom Finanzamt zurückgeholt habt, wieder zurückzahlen. Clever wäre also, bei hohen Investitionen 10 Jahre lang umsatzsteuerpflichtig vermieten und danach wieder zurückwechseln. Dann dürft ihr nämlich die ganze Vorsteuer behalten und müsst danach trotzdem keine Umsatzsteuer mehr abführen und auch keine Umsatzsteuervoranmeldung mehr abgeben. Jetzt klingt das in der Theorie natürlich alles schön einfach, aber in der Praxis sieht es dann manchmal schon ein bisschen anders aus. Punkt 1.
Natürlich schränkt euch das bei der Mietersuche ein, denn der Mieter muss ja schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es kann auch sein, dass solche Mieter einfach ein bisschen speziellere Anforderungen an Objekte haben, als sagen wir mal eine Privatperson, die einfach nur eine Wohnung sucht. Punkt Nummer 2. Wenn ihr beispielsweise ein Objekt habt, in dem unten eine Ladenfläche ist und oben drüber sind Wohnungen, dann stellt euch das auch noch vor eine weitere Herausforderung. Wenn ihr die Wohnungen oben zum Wohnen vermietet, könnt ihr hier nicht auf die Befreiung verzichten. Bedeutet dann gleichzeitig aber auch, dass ihr nur anteilig zum Vorsteuerabzug berechtigt seid. Und da ist dann auch immer wieder die Frage, anhand welcher Eigenschaften wird das denn nun aufgeteilt? Sagen wir der Einfachheit halber, dass in eurem Fall die Fläche am meisten Sinn macht und dass der Laden insgesamt 40% der Fläche ausmacht. Dann dürft ihr auch nur 40% der Vorsteuer für die allgemeinen Kosten für das ganze Haus geltend machen. Die Vorsteuer auf Sachen, die ihr dagegen aber für den Laden speziell kauft, könnt ihr euch zu 100% wiederholen. Bei direkten Kosten für die Privatwohnung dagegen könnt ihr euch gar keine Vorsteuer zurückholen. Und das ist leider in der Praxis manchmal wirklich gar nicht so leicht, das alles auszurechnen und auch vor allem das nachzuhalten. Wir sind Sarah, Steuerassistentin, und Helen, Steuerberater. Das war jetzt alles ein bisschen komplizierter, deswegen könnt ihr das nochmal ganz in Ruhe in unserem Blog nachlesen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und sonst sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ciao! Ciao! Kostlos. Okay. Umsatzsteuer. Okay. Ja. Okay, proceed. Echt? Ja. Okay. Okay, please. Also, da habe ich wieder richtig versagt. Du bist echt ein Versager. Das fand ich eigentlich ganz cool, das Foto. Ja, weil wir uns da so auf den Tisch aufgelehnt haben, ne? Aber so ist es ein bisschen. Wir sind internationale Geschäftsfrauen. Denn was richtig blöd wäre, ist, wenn ihr die Umsatzsteuer draufpackt, obwohl der Mieter die Vorsteuer gar nicht abziehen darf. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das gesagt habe, ohne zu lachen. Richtig. Kleinunternehmer. Amazing! Szene 3. I thank you. Dann bedeutet das auch, dass ihr euch die Vorsteuer als Scheiße. Als Scheiße wiederholen könnt. Ja, komm, reicht. Okay. Es reicht!